Und wir gehen jetzt mal in die Fahrzeugfabrik und wir bauen die zweite Rakete. Und wir nennen sie auch, passt auf, passiert jetzt was ganz Magisches, Rakete 2. Zack. So, mit Rakete 2 werden wir ein wenig in der Gegend herumfliegen. Also, so ein paar Dinge, die man tun kann, um sich das am Anfang zu erleichtern. Wir haben noch keine Monopropellant-Triebwerke, also so diese Steuerdüsen. Habt ihr bestimmt schon mal am Space Shuttle oder sowas gesehen? Das heißt, wir können das hier auf Null setzen. Wir brauchen nämlich auch keinen Treibstoff dafür. Wir nehmen jetzt auch noch kein Hitzeschild mit, denn das, was wir jetzt gleich tun, braucht noch kein Hitzeschild. Und wir gehen bei der Kopplung jetzt rein und da können wir den ersten Entkoppler mit ansetzen. So, das heißt, wir können jetzt unsere Kapsel abtrennen vom Rest der Rakete, was schon mal ein paar Sachen sehr viel einfacher macht. Und wir können jetzt eine zweistufige Rakete bauen. So, wir haben nur diesen Treibstofftank. Das heißt, bei Treibstofftanks nehmt ihr euch den einfach raus. Auch hier kann man wieder sagen, so, oh, ich hätte ihn aber gerne in folgender Farbe oder folgender Farbe oder folgender Farbe. Ich nehme ihn jetzt mal in der Standardfarbe. In dem befindet sich eine gewisse Menge Flüssigtreibstoff und Oxidator. Beides zusammen verbrennt gleichzeitig. Okay? Es gibt später andere Triebwerke, die ein bisschen anders funktionieren. Für euch jetzt erstmal wichtig, ein Flüssigtreibstofftriebwerk verbraucht beides. Also macht nicht eins davon leer, weil ihr denkt, das wäre eine gute Idee. Das Triebwerk wird nicht angehen. So. Und darunter kommt ein Triebwerk. Jetzt ist aber die Frage natürlich, ist das jetzt eine gute Idee? Fliegt das lange? Fliegt das weit? Das könnt ihr hier unten dann immer sehen. Also, ihr habt jetzt 431 Meter pro Sekunde. Das kann man natürlich erhöhen, indem man einfach noch ein Triebwerk, noch einen Treibstoff ranhängt. Wo kam der denn jetzt plötzlich her? Der kam aus folgendem: Wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet und auf so ein Bauteil draufklickt, dann könnt ihr das duplizieren und wieder ranklicken. Das funktioniert auch mit ganzen Stacks. Das heißt, ich kann jetzt diese beiden nehmen. Und zack, dann habe ich zwei und habe die kopiert. Das Einzige, was ich mache, wenn ich links draufklicke, ist dabei die Alt-Taste gedrückt halten. Die linke Alt-Taste ist es bei mir, weil meine linke Hand witzigerweise frei ist, wenn ich mit rechts die Maus bediene. Und dann habe ich, oh, 1325 Delta V. Meter pro Sekunde Delta V. Okay. Daraus ergibt sich jetzt aber, also jetzt kommt als erstes so dieser, oh geil, das heißt, ich kann ja einfach, wenn ich, zack, und dann mache ich so und so. Zack, und dann kann ich überall hinfliegen, weil unbegrenzte Macht. Unbegrenzte Macht. So, na, zack, Riesenrakete. Aber jetzt kommt was Wichtiges. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich euch einmal ganz kurz das Prinzip der Thrust-Weight-Ratio erklären will. Also, so ein Triebwerk hat einen gewissen Schub. Und das seht ihr hier, da gibt es immer zwei Werte. So ein Triebwerk hat einen Schub im Vakuum, also wenn es im Weltraum ist. Das sind hier 215 Kilonewton. Und ein Triebwerk hat einen gewissen Schub auf nautisch 0 NN. Nautisch 0 at Sea Level, also quasi, wenn wir auf der Rampe stehen, das ist so ungefähr das. Da hat das 167 Kilonewton. So, wir können jetzt einen langen Ausflug in die Physik machen oder ich gebe euch eine kurze Faustformel. Ich entscheide mich für die Faustformel, denn Physikkurse könnt ihr woanders belegen. Also, generell ist es so, dass ihr mit einem Kilonewton, wenn nichts anderes ist, könnt ihr eine Tonne um pro Sekunde um 1 Meter pro Sekunde beschleunigen. Long story short, ihr könnt auf jeden Fall mit 167 Kilonewton, gerundet 168, gegen die Gravitation, die einen Wert von 9,81 hat, die zieht euch nämlich wieder nach unten, das ein bisschen im Kopf überschlagen, indem ihr einfach 10 sagt, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das heißt, von 167 Kilonewton bleiben 16,7, wenn wir es aufrunden, 16,8 Tonnen übrig. Das heißt, unsere Rakete, und das könnt ihr hier sehen, darf nicht mehr als 16,8 Tonnen wiegen, sonst wird dieses Triebwerk sie nicht mehr anheben können. Okay. So berechnet man eigentlich eine positive Thrust-Weight-Ratio. Das heißt, ihr guckt einfach, wie viel Schub habe ich mit allen Triebwerken, die ich auf dieser Stage habe. Und guckt euch dann das Gewicht an, was diese Stage hat. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das noch nach oben bekommt oder nicht. Das heißt, das hier müsste noch knapp starten, wenn ich das richtig sehe. So, allerdings ist das ein bisschen arg lang. Für den ersten Versuch empfehle ich euch so ungefähr diese vier Tanks zu nehmen. Mit einem Flüssigtriebwerk dazwischen. Das reicht eigentlich völlig aus. Also wir haben jetzt hier vier von den kleinen FLT-100 Tanks. Die sind alle voll befüllt. Und das reicht für unsere Zwecke.
So, dann kommt wieder ein Entkoppler drunter und wir werden den Start beginnen mit unserem neuen Festtreibstoff-Booster, dem RT-10 Hammer. Der ist ein bisschen größer, hat ein bisschen mehr Bums und auch den können wir wieder ein bisschen einstellen. Jetzt können wir nämlich mal anhand dessen, was der Hammer kann und was unsere Rakete wiegt, berechnen, wie viel Leistung der braucht. Also, der hat auf Sea-Level eine Leistung von, wenn wir die 10 ansetzen, also 197 Kilonewton, das kann er, heißt, er kann 19,7 Tonnen heben. Das heißt, mit 50% Leistung kann er ungefähr 8, jetzt geht's schon los. Nicht ganz 10 heben, also 9,5 und ein bisschen. Wir haben 8,3. Jetzt ist es so, Empfehlung, ihr wollt ein bisschen, ihr wollt so ungefähr 1,5 Thrust-Weight-Ratio haben. Ihr könnt es jetzt in den Taschenrechner reinhacken oder einfach fröhlich runden. Also ich würde hier mit so ungefähr 60 bis 65 Schubbegrenzung rangehen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen guten Anstieg. Der Booster bringt uns erstmal vom Landepad weg, macht uns aber noch nicht zu schnell in der dichten Atmosphäre. Das ist immer ein bisschen gefährlich, weil viel atmosphärischer Widerstand, da verlieren wir auch wieder Schub, die Rakete kann flippen, all die lustigen Dinge. Das heißt, damit könnt ihr dann jetzt eigentlich berechnen, woher nehme ich diesen Wert eigentlich, dass ich eine Schubbegrenzung einstelle. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ist aber keine große Magie. Ich passe jetzt hier das Staging mal an. Das heißt, erst kommt der Booster, dann kommt die Entkopplung und gleichzeitig das Triebwerk. Das kann man aber auch so machen, wenn ihr das optisch haben wollt, dass ihr das trennt. Also das ist, wie ihr das möchtet. Ihr könnt es gleichzeitig machen oder eben nacheinander. Ich mache es jetzt nacheinander, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Das ist auch okay, wenn beides gleichzeitig passiert, okay? Gut, jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig. Also zum einen empfehle ich jetzt tatsächlich wirklich diese Flügel in der Vierfachverteilung hier hinten ranzubauen. Das hält euch ein bisschen auf Kurs. Das Problem ist, dass eure Nutzlast noch nicht besonders schwer ist, dieses MK1 Cockpit hier oben oder die Landekapsel. Und tendenziell eine Rakete ab einer gewissen Geschwindigkeit immer mit dem schweren Teil nach vorne möchte. Das Problem ist, dass dieses Teil und dieses Teil sehr schwer sind. Das habt ihr hier drüben übrigens auch. Masseschwerpunktüberlagerung, wenn ihr das anklickt, seht ihr, euer Masseschwerpunkt ist eher so hier. Das heißt, wenn die Rakete jetzt sehr schnell wird, will dieses Teil das Teil überholen. Das ist prinzipiell nicht gut. Das könnt ihr dadurch korrigieren, dass entweder mehr Masse hier vorne ist. Das ergibt sich später von ganz alleine, wenn ihr schwere Raumschiffe habt. Oder indem ihr hinten Drag erzeugt, also quasi Luftwiderstand, der das hier hinten künstlich langsamer macht oder nach hinten zurückzieht. Und dafür sind diese Flossen im Moment einfach da, okay? Gut, dann haben wir noch im Wissenschaftsbereich uns ein paar neue Experimente geholt. Die werden wir jetzt auch reichlich nutzen. Da wir noch nicht aussteigen können, um sie leer zu räumen, werden wir das Ganze mehrmals anbauen. Das heißt, wir machen einen Thermometer hier hin. Und wir machen einen Thermometer hier hin. Und wir machen einen Barometer hier hin. Und wir machen noch einen Barometer hier hin. Das kann man auch ins Extrem treiben. Ihr habt aber am Anfang, wenn noch nichts ausgebaut ist, eine Teilelimitierung von 30. Das heißt, ihr werdet erstmal ein bisschen darauf achten müssen, wie viel ihr mitnehmt. Wir nehmen jetzt so diese zwei Sachen mit. Also jeweils zwei von jedem Experiment. Damit sollten wir ganz gut dastehen. Das einzige Problem, und deshalb habe ich auch gesagt, baut die Rakete noch nicht so lang. Wir haben noch keine so Starthilfen in irgendeiner Form, die dafür sorgen, dass unsere Rakete nicht umkippt. Deshalb macht die Rakete am Anfang nicht zu groß. Wir haben jetzt insgesamt, wenn ihr euch das anguckt, hier unten 1992 Meter pro Sekunde Delta V. Um euch schon mal so einen Daumenwert zu geben, ihr werdet am Anfang ungefähr 4000 brauchen. Das geht mit weniger, aber gerade wenn man noch nicht so gut und sauber fliegt, ungefähr 4000 Delta V brauchen, um in die Umlaufbahn von Kerbin zu kommen. Das heißt, davon haben wir jetzt knapp die Hälfte zusammen mit dieser Rakete. Das heißt, das reicht völlig, um die Atmosphäre zu verlassen. Okay, Kerbin setzt sich eh automatisch rein. Das heißt, wir können das Ganze jetzt speichern und drücken auf Starten. Und dann fliegen wir mal das erste Mal aus der Atmosphäre raus, würde ich sagen. Und gucken uns an, wohin uns der Flug trägt. Ihr seht, in dem Zustand steht die Rakete noch relativ stabil. Ich mache trotzdem sehr schnell jetzt das SRS an. Und dann werden wir gleich uns mal durchstagen. Wir machen das, wie gesagt, Stück für Stück. Ich habe meine Experimente
für zwei Höhen eigentlich im Kopf. Das ist einmal die Flughöhe High over Kerbin, also die Upper Atmosphere, die hohe Atmosphäre, und dann natürlich einmal im Weltraum. Warum im Weltraum? Das hebt uns für den nächsten Flug, wenn wir versuchen, den Orbit zu erreichen, brauchen wir dann viele Experimente nicht mehr mitnehmen oder nicht mehr so viele Experimente mitnehmen, weil wir das im Weltraum schon erledigt haben. Die sind nur einmal wertig meistens, diese Experimente. Also es gibt ein paar Unterschiede, aber das werdet ihr später noch sehen. Und das macht unsere Kapsel dann einfach leichter und das Raumschiff leichter, womit wir besser fliegen können. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fliegen mal kurz ins Weltall hoch. Also ganz normal wieder, ihr zündet die erste Stufe und ihr seht, das ist ganz gut gewählt. Wir starten mit einer ordentlichen Geschwindigkeit, aber es zimmert uns halt nicht irgendwie mit Mach 4 nach oben. Was immer eine recht gute Idee ist. Und was wir jetzt machen, ist, ich bringe euch mal den Ansatz eines Gravity Turns bei. 90 Grad in diese Richtung, das ist Osten, dreht sich der Planet. Das heißt, in die Richtung wollen wir auch so ein bisschen. Das heißt, wir können jetzt so ein bisschen in die Richtung schon mal drücken, um in diese Richtung auch zu fliegen. Das ist so ein bisschen mit den WASD-Tasten spielen. Das ist eine Sache, die solltet ihr euch angewöhnen am Anfang. Denn der Gravity Turn wird spätestens ab dem Start in Richtung Orbit eine relativ wichtige Angelegenheit. Jetzt ist gleich unser Festtreibstoff alle. Ich habe jetzt das Zweifach-Staging. Jetzt werde ich einmal stagen und stage dann nochmal hinterher das nächste Triebwerk. Und jetzt haben wir relativ viel Kontrolle, weil dieses Triebwerk kann ein bisschen was, wie ihr seht. Und ihr dürft jetzt damit rumspielen, aber was ganz wichtig ist, ihr dürft es nicht übertreiben. Ihr seht diese Lufteffekte rund um das Raumschiff. Die sind schon ein bisschen unangenehm und die lassen Raumschiff auch gerne mal flippen. Mit zunehmender Höhe wird die Atmosphäre immer dünner. So, und ich nehme jetzt mal ein bisschen Schub raus. Das könnt ihr mit Shift und Steuerung machen, weil ihr seht, wir kriegen jetzt schon richtig Hitzeeffekte, weil wir so schnell sind. Wir sind viel zu schnell gestartet, weil unsere Rakete noch sehr klein ist. Und wenn ihr euch zu schnell durch die Atmosphäre bewegt, dann wird ihr auch wieder das Problem entstehen, dass ihr vorne viel Luftwiderstand bekommt und die Rakete flippt. Das heißt, wenn euch diese Raketen flippen, also umdrehen, ist das meistens ein ganz guter Indikator dafür, dass ihr einfach zu schnell seid. Jetzt sind wir relativ hoch schon. Hier wird die Atmosphäre dünner. Und ich mache jetzt mal ganz schnell meine mysteriöse Schleimbeobachtung. Mein Barometer. Zack. Mein Thermometer. Wenn ihr das jetzt noch nicht schafft, ist das alles gar nicht so wild, weil ihr kommt ja nochmal durch die Atmosphäre durch. Und mein Crewbericht. Ach nee, den heben wir uns auf. Den Crewbericht machen wir nicht, den machen wir im Weltall. So. Wie ihr feststellt, haben wir jetzt gerade unser Triebwerk auch ausgebannt. Und ihr habt gerade gehört, vielleicht im Hintergrund, die Musik hat sich so ein bisschen geändert. Auch wenn das sehr leise ist bei mir. Also ihr werdet feststellen, auf 70 Kilometer Höhe kommt andere Musik rein. Und das ist die Wir sind im Weltall Musik. Und wenn ihr jetzt M drückt, das ist der sogenannte Map View, seht ihr, wir haben so eine Parabel hier, die uns auf 163 Kilometer Höhe führt. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Weile Zeit und wir sind das allererste Mal im Weltall unterwegs und können jetzt hier auch Experimente machen. Das ist doch relativ cool, oder? Also hier schön überall die Sterne, unter uns Kerbin, ein ganz erhabenes Gefühl. Und bevor wir die Experimente jetzt machen, machen wir einmal noch ein letztes Staging. Wir haben hier nämlich noch einen Entkoppler dazwischen. Und dann ist unsere Kapsel nämlich freigesetzt, um den Wiedereintritt zu fliegen. Und kann jetzt erstmal aber vor sich hin düdeln. So, ich habe das SRS jetzt erstmal ausgemacht, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Den mysteriösen Schleim beobachten wir jetzt einmal hier im Weltall. Auch das wird wieder gespeichert. Und ihr seht jetzt hier, die Wissenschaftspunkte werden immer wertvoller, je weiter wir weg sind. Je mehr wir uns entfernen von Kerbin, umso mehr Wissenschaftspunkte bekommen wir für unsere Experimente. Hier sind es jetzt schon 10 Wissenschaftspunkte, wenn wir diesen Schleim sicher nach Hause bringen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, das ist das Richtige. Jawohl, der ist noch frei. Der andere hat schon was gespeichert. Das sieht man dann hier in Daten überprüfen. Und auch hier nochmal die Temperatur. Also wir haben jetzt rausgefunden, wie kalt das oder warm das Weltall ist. Und ihr könnt übrigens auch, wenn ihr mal selber interessiert seid, immer hier ein- und ausschalten bei manchen Experimenten, wie viel Temperatur hier eigentlich herrscht. Also er misst jetzt hier gerade 323 Kelvin. Und das ändert sich auch nicht. Ja, doch, wenn er ihn aus der Sonne rausnimmt, scheint er ein bisschen kühler zu werden. Seht ihr, jetzt kühlt er ab. Also ist schon ganz cool gemacht insgesamt. Auch hier nochmal. Überraschenderweise ist hier kein Druck. Ich weiß, das kommt jetzt, ist jetzt hart für alle, das irgendwie zu verkraften. So, hatten wir den Crewbericht schon gemacht? Nein, wir haben den Crewbericht noch nicht gemacht. So. Das speichern wir auch nochmal. So, jetzt müssen wir diese ganzen Sachen natürlich sicher nach Hause bringen.
Und wir haben hier oben auch noch mal ein paar Milestones. Ich werde euch gleich zum sicher nach Hause bringen ein paar Sachen erklären, aber noch haben wir Zeit. Wir schweben noch nach oben. Alles ist gut. Also, wir haben ganz viele Distanz- und Geschwindigkeitsrekorde natürlich gebrochen mit der Aktion. Das ist alles noch mal zusätzliches Geld und Wissenschaftspunkte, die reinkommen. Das ist gut. Das hilft gerade am Anfang, ein bisschen vorwärts zu kommen in der Karriere. Und wir haben Entkomme der Atmosphäre natürlich erfolgreich abgeschlossen. Trotzdem wäre es noch schön, wenn wir jetzt lebend zurückkommen. So, und jetzt reden wir mal ein bisschen über den Navboard. Ich mache jetzt das SRS mal wieder an. Was ihr im Auge behalten müsst, wenn ihr so fliegt, ist euer elektrischer Strom. Je mehr ihr das SRS und die Steuerung benutzt, umso mehr verbraucht er sich. Wir haben noch keine Möglichkeit, Strom zu erzeugen, sondern wir müssen mit der Batterie leben. Das heißt, wenn ihr das hier aufmacht, habt ihr das ein bisschen im Auge? Es wäre nicht so gut, wenn wir keinen Strom mehr haben, weil dann funktioniert hier vieles nicht mehr. So, das ist immer euer Symbol für ungefähr Flugrichtung. Ihr könnt hier oben umschalten, indem ihr draufklickt. Wir haben jetzt Umlaufbahn als Anzeige. Es gibt Oberfläche als Anzeige, die habt ihr im Start. Der schaltet automatisch so bei 40, 50 Kilometer um. Und wir haben Umlaufbahn. Unsere Flugbahn folgt diesem gelben Böbel. Ihr seht, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Das deckt sich auch mit dieser Anzeige hier. Und jetzt werdet ihr aber feststellen, so wäre es prinzipiell nicht so eine gute Idee, wieder einzutreten, weil da wird es heiß an der Seite und da ist unser Fallschirm. Das heißt, es gibt dazu dann immer noch ein gegenteiliges Symbol. Das ist hier dieses Ausgeixte. Das nennt sich Retrograde. Prograde, also in Flugrichtung. Retrograde oder Retrograd entgegen der Flugrichtung. Okay? Es gibt da noch ein paar andere Symbole auf dem Navball, die erkläre ich euch aber, sobald wir sie brauchen. Was wir jetzt wollen, ist uns mit der Kapsel retrograd auszurichten, also quasi unseren schönen breiten Hintern in Richtung der Flugrichtung auszurichten, damit wir damit auf die Atmosphäre schlagen. Wir sehen jetzt hier, das war unsere Flugbahn, wir kommen jetzt wieder runter. Und jetzt gibt es Leute, die sind ungeduldig, ich zum Beispiel in diesem Tutorial, die nicht so lange warten wollen. Dafür gibt es hier oben einen sogenannten Zeitraffer, den könnt ihr einstellen, der geht auch mit Punkt und Komma zu bedienen oder eben durch draufklicken. Das heißt, ihr könnt den Zeitraffer zum Beispiel ums Fünffache beschleunigen oder ums Zehnfache. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, sobald ihr auf die Atmosphäre schlagt, das ist jetzt der schöne Part, wird dieser Zeitraffer automatisch rausgenommen. Zack, ihr seht, wir sind jetzt gerade bei 70 Kilometer auf die Atmosphäre geknallt. Das sieht jetzt nicht schlimm aus. Also wenn ihr jetzt erwartet, wir verbrennen sofort, ist alles gut. Die Atmosphäre wird erst langsam dichter, das seht ihr hier. Und wir kommen jetzt gerade sehr schön und sehr schnell runtergefallen. Da ist übrigens das Kerbin Space Center, da kommen wir her, da ist der Rest unserer Rakete. Und wir fallen jetzt nach unten. Fallschirm ist auch hochrot und müssen jetzt eigentlich warten, dass durch die Wiedereintrittshitze, die kommt jetzt, wir abgebremst werden. Das heißt, jetzt seht ihr auch, die Atmosphäre wird dichter und wir beginnen zu glühen. Wir bekommen auch erste Hitzeeffekte. Das sollte eigentlich, wenn ihr euch nicht irgendwie mit einer übertrieben großen Rakete rausgeschossen habt, überhaupt kein Stress sein. Ihr seht, das bremst jetzt kurz ab, kriegt einen relativ starken Bremseffekt, aber dann ist das Thema auch schon durch. Und ab einem gewissen Punkt sollte euer Fallschirm dann auch in den normalen Modus, also in den, ist es safe, ihn rauszupacken, Modus übergehen, sprich grau werden und dann könnt ihr den mit einem Staging aktivieren. Ihr seht hier den Inselflughafen, also so eine kleine vorgelagerte Insel vor dem Kerbin Space Center. Da ist auch ein Flughafen, falls ihr mal mit dem Flugzeug ein bisschen Sightseeing machen wollt. Da kann man rüberfliegen tatsächlich. Und wir haben jetzt aus Versehen fast den Flughafen getroffen. So, jetzt kommt wieder das lustige Spiel, dass wir eigentlich abwarten, bis unser Raumschiff aufs Wasser schlägt. Auch hier in der Atmosphäre kann man Zeitraffern. Das geht aber in sehr viel kleineren Schritten. Also ihr erinnert euch, im Weltall war der erste Schritt fünfmal, dann zehnmal und so weiter. Hier ist es 2, 3 und 4. Das heißt, das kann man beschleunigen. Das ist dann so. Ich gehe jetzt mal wieder runter auf nochmal. Ganz, ganz wichtige Sache, tut das nicht mit großen, komplexen Baugruppen, die wabbern auseinander. Also die Simulation der Physik wird etwas gefährlich, sage ich jetzt mal, wenn ihr zu sehr in den Zeitraffer reingeht. Aber mit sowas wie so einer kleinen Kapsel, da ist das relativ unkritisch. Das heißt, ich gehe jetzt gerade mal über Punkt und Komma in den Vierfach-Zeitraffer rein, damit wir einfach ein bisschen schneller nach unten sinken. Denn auf 0 Meter, weil Wasser, ne? Nautisches Null und so, schlagen wir erst aufs Wasser auf. Und keine Sorge, die Kapseln schwimmen, also Kerbals können auch nicht ertrinken, auch wenn ihr nochmal aussteigt oder so, da kann nichts Schlimmes passieren. Und jetzt werden wir auf dem Wasser aufsetzen. Platsch, Fallschirm geht weg und auch hier ist wieder, wenn die Kapsel schwimmt, alles in Ordnung. Ihr könnt jetzt hier potenziell auch aussteigen. Ja. Könnt zum Beispiel so solche Dinge tun. Daten nehmen.
Daten nehmen. Dann macht ihr noch eine EVA. Zack. Und dann geht ihr wieder rein. Und jetzt sind nämlich die Daten aus dem Thermometer und der und dem Pressmatbarometer wieder raus. Die habt ihr ja mit reingenommen. Und ihr könnt hier unten nochmal die Experimente feuern. Bei denen geht das. Bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Mystery Goo geht, können das nur Wissenschaftler wieder resetten. Also das ist die spezielle Klasse des Wissenschaftlers, kann da ein bisschen mehr machen. Aber so haben wir noch ein bisschen Zusatzwissenschaftspunkte eingesammelt. So, ich drücke jetzt mal auf Raumfahrzeug bergen und dann geht's auch schon weiter. Und wir können hier ganz gemütlich unsere Wissenschaftspunkte einsammeln. Jetzt seht ihr, wir haben schon einen relativ großen Wurf gerade gemacht. Also wir haben 81,2 Wissenschaft verdient, haben jetzt insgesamt 105 Wissenschaftspunkte. Das ist ganz ordentlich für den Anfang. Das kommt durch diese ganzen Milestones und Missionen und so weiter, die wir erledigt haben. Wir haben diesmal nicht so viel recovered. Das ist natürlich nur die Kapsel übrig geblieben. Und unsere Crew hat keine weitere Erfahrung erhalten, weil mit einer Rakete fliegen gibt erstmal nur begrenzt viel Erfahrung. Ich glaube, der nächste Erfahrungspunkt ist, im Orbit zu sein. Ja, und ratet mal, wo es als nächstes hingeht. Ratet mal, wo es als nächstes hingeht. Genau, wir fliegen als nächstes in Richtung Orbit, das allererste Mal. Das ist so die erste kleine Herausforderung, an der man oft ein bisschen zu kauen hat am Anfang. Ich nehme die Mission jetzt mal an und dann gucken wir mal, ob wir das im ersten Schwung hinbekommen. Mittlerweile hat man eigentlich alle Werkzeuge dafür, um das ganz, ganz gut zu machen. Und wir nehmen eine kleine Zusatzmission mit, damit ich euch mal zeigen kann, wie Testen funktioniert. Also hier ist es, Testen gibt uns ein bestimmtes Teil, was wir testen sollen, mit einem Zustand wo. Also wir sollen in der Umlaufbahn sein, in folgender Höhe, und dann sollen wir dieses Teil testen. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit, dann habt ihr auch mal einen Eindruck, was so ein Testauftrag eigentlich ist und wie der funktioniert. So, wir haben jetzt zwei Dinge, um die wir uns kümmern müssen, bevor wir in den Orbit starten. Das sind zwei Sachen. Das eine ist die Forschung, das andere sind die anderen Grundlagen, die wir haben sollten, um das zu machen. Wir fangen mal mit der Forschung an. Und zwar gibt es ein Teil, was ich euch unheimlich empfehlen kann, wenn ihr in Richtung Orbit starten wollt, das erste Mal. Und das ist das Terrier-Triebwerk. Das ist hier drüben bei der fortschrittlichen Raketentechnik. Das Terrier-Triebwerk ist ein sehr kleines, aber sehr effizientes, also für den Anfang sehr effizientes Triebwerk, das zwei Vorteile hat. Erstens, eure Upper Stage ist dadurch sehr viel leichter. Ihr seht hier, das Triebwerk hat eine Masse von 0,5 Tonnen, während das Triebwerk, was wir jetzt gerade benutzt haben, eine Masse von 1,5 Tonnen hat. Das heißt, wir sparen uns schon mal, also das Triebwerk, das neue Triebwerk wiegt nur noch ein Drittel des Triebwerks, was wir eben hatten. Wir sparen uns also in der Upper Stage schon mal eine gute Tonne Gewicht für das Triebwerk. Das hat zwar nur 60 Kilonewton, aber ihr habt gesehen, dass das jetzige Triebwerk mit seinen 200 irgendwas sind es, glaube ich, im Vakuum 215, das war eh völlig überdimensioniert für die Rakete und wir fliegen noch sehr kleine Raketen. Okay, um dahin zu kommen, muss man natürlich dem Pfad folgen, um dorthin zu kommen. Das heißt, damit einfach sichergestellt ist, dass wir das schon mal haben, kaufen wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal in Richtung fortschrittliche Raketentechnik. Ein schwieriges Wort ist dies sehr. So, jetzt wird strittig. Jetzt kann man in mehrere Richtungen gehen mit den Punkten, die man noch hat, aber wie ihr feststellt, wir haben eh nur noch 40. Das heißt, auf der Kategorie ist für uns eh nichts mehr drin. Was ich jetzt mache, ich kaufe hier Stabilität. Stabilität hat nämlich folgende Vorteile. Wir kriegen zum einen so eine aerodynamische Bugnase, um Sachen abzudecken, und wir können beginnen, mit dem Radialentkoppler in die Breite zu bauen. Also entkoppeln zur Seite. Was relativ interessant ist, und es ist eben die Grundlage für viele andere Dinge. Ihr seht, das zweigt in drei Richtungen auf und wir brauchen das, damit wir Flugsteuerung, Luftfahrt oder auch allgemeine Konstruktion machen können. Und allgemeine Konstruktion wird später auch zwingend notwendig. Da sind zwei ganz relevante Teile drin. Einmal der Startstabilisierer, also so diese klassische Startrampe, und einmal die Verbindungsstrebe EAS-4 oder auch die Strut, wie wir sie auf Englisch nennen. Ein sehr wichtiges Bauteil, um Raumfahrzeuge in sich stabil zu bekommen. Habt ihr bestimmt schon auch an allen Raketen gesehen. Die Verbindungsstrebe. Okay. So, also 18 Punkte Forschung hier rein. Dann haben wir noch 22 übrig. Und jetzt heißt es Richtung Orbit fliegen. Und ich sagte ja schon, wir müssen dafür noch ein paar andere Sachen machen. Also,
Man kann bestimmt auch irgendwie mit einem Raumfahrzeug von 18 Tonnen Maximum in den Orbit fliegen. Aber Spaß sieht anders aus. Deshalb empfehle ich euch gerade am Anfang, diese Verbesserung für 50.000 jetzt zu kaufen. Das schaltet euch nämlich frei, dass eure Raumschiffe jetzt sehr viel größer und sehr viel schwerer sein dürfen, die ihr startet. Das heißt, wir werten die Startrampe das erstmal auf. Und dann gibt es noch die Option, das müsst ihr selber wissen. Also, mein Tipp ist, macht es nicht, weil ihr seht, das wird finanziell schon ziemlich knapp. Also jetzt noch nicht, weil wir dann mehr Bauteile verwenden könnten. Das hat noch einen Moment lang Zeit. Man kommt mit 30 Bauteilen eigentlich ganz gut in den Orbit und wieder zurück. Glaubt mir. Und genau die Rakete bauen wir jetzt nämlich. Wir bauen jetzt unsere erste Orbitalrakete.